Herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deiner Tarotkartlegung für die 40. Kalenderwoche, der Woche, die am 2. Oktober beginnt und bis zum 8. Oktober geht. Ja, jetzt heute am Tag, wo ich das Video drehe, ist leider schon der 3. Oktober. Ich war die letzte Woche erkältet und bin damit ein wenig mit den Videos in Verzug geraten. Ich bitte, das zu entschuldigen und um dein Verständnis. Wir werden uns in dieser Legung anschauen, wie deine weitere Woche werden wird, lieber Löwe. Und wir haben über die Woche hinweg abnehmenden Mond. Und ja, schauen wir einfach mal, was die Karten uns zu deiner Woche sagen werden. Dann brauchen wir noch eine Karte vom Mondorakel. Und in dieser Legung arbeite ich mit dem feministischen Tarot. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Aber ich fand das irgendwie eine gute Idee, das mal wieder zu tun. Drei Karten sind zu viel. Wir brauchen nur eine. So, und dann brauchen wir noch eine erste einleitende Karte für dich, lieber Löwe. Und was haben wir hier? Den Magier. Große Schaffenskraft begleitet dich in dieser Woche. Es ist jetzt Zeit, die Initiative zu ergreifen, ne? Einsatz zu zeigen. Das wird sich lohnen, denn du hast die Möglichkeit, deine Ideen umzusetzen, ne? Deine Welt nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Und kommst hier womöglich, wenn du einen Satz zeigst, besser voran, als du es dir zunächst vorstellen konntest. Ja, denn du hast jetzt den richtigen Antrieb und die richtige Kraft dafür. Es ist auch eine tolle Karte, um andere Menschen von deinen Ideen zu überzeugen, denn du wirkst in dieser Energie sehr faszinierend auf andere. Und kannst andere eben von dir begeistern und von deinen Vorstellungen, von deinen Ideen. Das alles wird dir auf spielerische Art und Weise leicht fallen, ne? Und so könntest du auch daran einfach an der Arbeit oder daran, andere Menschen von dir zu überzeugen, sehr viel Freude und Spaß empfinden. Wir schauen mal, auf was sich das so bezieht. Mit dem aktuellen Ist-Zustand scheinst du tatsächlich ein bisschen unzufrieden zu sein. Und vielleicht gibt es in deinem Privatleben auch einige Missverständnisse oder die Kommunikation fällt schwer. Oder es gibt hier irgendwie Ungereimtheiten, die dich auch so ein bisschen stören, die dich ein bisschen unzufrieden machen in dieser Woche. Allerdings sehe ich hier klar und deutlich, dass du die Fähigkeit hast, eine kommunikative Lösung, die für beide oder für alle Parteien gut ist, herbeizuführen. Also die Kommunikation ist zwar gestört und gleichzeitig sehr gestärkt. Also man findet hier Lösungen, mentale Lösungen, geistige Lösungen, die auf Kommunikation und gegenseitigen Respekt und Vertrauen beruhen. In der Vergangenheit zeigt sich hier die Energie des Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe ist eine Hofkarte, eine Personenkarte im Element Feuer. Du bist ja ein Feuerzeichen, lieber Löwe, deswegen könntest du sehr gut mit dieser Energie gemeint sein. Dann war das in der letzten Zeit so, dass du dich sehr gut selbst verwirklichen konntest und sehr präsent als Person warst und hier auch Verantwortung übernommen hast und sehr aktiv warst.
Es könnte aber auch genauso gut sein, und es kann auch beides sein, dass du es mit einer anderen Feuerperson zu tun hattest, dass du eine Feuerperson kennengelernt hast oder viel mit dieser Person beschäftigt warst in der Vergangenheit. Eine Person, die entweder ein Feuerzeichen ist oder von deiner Feuerenergie womöglich auch inspiriert war. Feuerzeichen wären eben Löwe wie du, Schütze oder Widder. Und irgendwie gab es hier doch einen intensiven Austausch mit dieser Person oder als diese Person. Der Ritter der Stäbe ist sehr tatkräftig, sehr engagiert, ne, möchte auch etwas bewegen, möchte seine eigene Leidenschaft zeigen, seine Gefühle, über seine Gefühle auch Taten sprechen lassen. Und kann schon sein, dass du in der letzten Zeit mehr dieses Bedürfnis hattest oder eben es mit einer so einer Person zu tun hattest. Du hast in dieser Energie sehr viel bewirken können. Allerdings kann das auch ein Grund sein für einige Missverständnisse, die jetzt aktuell in deinem sozialen Leben vorherrschen. Oder es sind dir durch diese Energie einige Unzufriedenheiten aufgefallen. Aber du bist weiter in der Feuerenergie. Und ich sehe dich hier, dass du etwas, was dir wichtig ist, vehement verteidigst. Vielleicht ein Standpunkt, vielleicht ein Ziel. Du bist hier etwas eisern in dieser Hinsicht, neigst vielleicht auch dazu, nicht so kompromissbereit zu sein, auch wenn das hier eine sehr kompromissbereite Karte ist. Es gibt hier irgendwie einen Standpunkt, ein Ziel, eine Überzeugung, von dem du dich nicht ablenken lassen möchtest, auch wenn das womöglich bedeutet, alleine diesen Standpunkt zu vertreten. Dazu wärst du bereit, ne? Ich sehe hier viel Mut bei dir. Und halt auch die Bereitschaft auf den anderen, wenn du hier ein kommunikatives Missverständnis mit jemandem hast, mutig zuzugehen und ihn zur Rede zu stellen. Ne? Das wäre auch in dieser Energie gut möglich. Und natürlich auch die Absicht zeigt sich in dieser Karte für deine Liebe, für deine Gefühle, für deine Leidenschaft, auch zu kämpfen und mutig einzustehen. Ja, ich denke, dieser Auseinandersetzung solltest du oder, ne, oder dieser Situation, es muss nicht unbedingt eine Auseinandersetzung sein, aber es könnte eine sein, dieser Situation solltest du nicht aus dem Weg gehen. Denn ich glaube, die Auseinandersetzung mit dieser Thematik in deinem Leben, ne, mit diesen Menschen oder mit diesem Problem zwischen euch beiden oder mit diesem Umstand, der dich unzufrieden macht, das verschafft dir auch neue Erkenntnisse, einen neuen Blick auf das ganze Thema, ne, auf diesen Aspekt. Dafür birgt sich das Potenzial, dass du irgendetwas verstehen lernst über dich, über den anderen, über euch beiden, was wichtig ist, ne, was auch für dich sich als sehr vorteilhaft erweisen wird. Kann sogar wirklich groß sein, diese Erkenntnis, ne? Dass es zu einer neuen Weltsicht führt, auf jeden Fall zu einer neuen Idee, zu einem neuen Aspekt, den du noch nicht vorher so sehen konntest. Ja, grundsätzlich ist alles recht stabil. Deine finanzielle Lage ist stabil und das wirst du im Laufe der Woche sehr stark spüren, emotional. Deine familiäre Struktur, deine soziale Struktur, dein Zuhause. Da hast du schon eine gewisse Fülle, die du jetzt genießen kannst, die dir Stabilität, Halt und Geborgenheit schenkt, die einfach so eine Grundsicherheit für dich dann ist. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und hier zeigt sich eine Prinzessin der Kelche. Die Prinzessin der Kelche scheint mir eine etwas unterschiedliche Person zu sein zu dem Ritter der Stäbe.
Denn hier haben wir es erstens mit einer etwas jüngeren oder unreiferen Person zu tun oder eine Person, die ihre jüngere Seite zeigt, aktuell. Und vor allem ein Wasserzeichen, ne? Wasserzeichen wären Fische, Krebs, Skorpion. Auch hier ist es aber nicht ausgeschlossen, dass diese Karte vielleicht auf dich verweist, lieber Löwe. Die Prinzessin der Kelche ist auf jeden Fall so eine Person, die so ein bisschen in den Tag hineinlebt, tagträumerisch ist, sehr viel Fantasie hat, so einfach auf eine leichte Art und Weise ihren Gefühlen nachgeht, ne? Ihre Gefühle ausdrückt, ihren Gefühle nachgeht. Und sich vielleicht auch so ein bisschen treiben lässt einfach. Entweder, lieber Löwe, hast du es mit so einer Person zu tun, oder im Laufe der Woche wirst du selber so ein bisschen so, dass du ein bisschen, ja, dich ein bisschen treiben lässt und weniger Antrieb zeigst als gewöhnlich, aber das würde nicht so gut zu den Magier passen, ne? Aber vielleicht hier zu dieser nachdenklichen Energie. Und natürlich auch zu dieser Energie. Denn du hast auf jeden Fall genug Stabilität im Leben, um dir, um halt alles ein bisschen leichter anzugehen. Und vielleicht schafft das gerade diese Energie, wodurch du ins Schaffen, in die Schaffenskraft kommst, ne? So eine kreative Pause womöglich könnte diese Karte darstellen. Wenn diese Karte sich auf eine andere Person in deinem Leben bezieht, dann motiviert dich diese Person, ne? Dann ist diese Person, dass sie in deinem Leben ist, ein wichtiger Antrieb deines Tuns und womöglich auch die Person, mit der du hier diese Auseinandersetzung hast. Aber diese Person ist dir sehr wichtig, ne? Oder was heißt Auseinandersetzung? Also diese Missverständnisse. Die Prinzessin der Kelche nimmt auf jeden Fall das Leben so ein bisschen leichter, aber nicht die Emotionen, ne? Eine sehr feinfühlige, sensible Person, sehr empathisch auch, eben etwas verträumt. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, diese Unzufriedenheiten zeigen sich definitiv in deinem Privatleben. Diese beiden Energien stehen miteinander sind miteinander verknüpft. Tja, und irgendwie gibt es hier schon Themen, die dich unzufrieden machen, die es anzusprechen gilt, ne? Vielleicht ist es auch so, dass du mit manchen Menschen oder vielleicht mit der Prinzessin der Kelche auch nicht sofort über alles reden kannst. Vielleicht musst du auch sogar ein paar Tage warten, bis ihr euch trefft oder bis sich die Situation als günstig herausstellt und das nagt so ein bisschen an dir. Es gibt hier Umstände zwischen euch in deinem Sozialleben im Allgemeinen, die dazu führen, dass du dich in deiner Energie zurückhalten musst. Dabei bist du eigentlich sehr engagiert und möchtest hier etwas Bestimmtes erreichen oder etwas Bestimmtes ansprechen oder etwas Bestimmtes verändern. Es geht aber nicht sofort, ne? Und das ist ein Zustand, ja, der dich ein bisschen unzufrieden macht und dich in deiner Energie ein bisschen eindämmt. Es braucht aber allerdings nur ein bisschen Geduld und du kannst die Situation auch produktiv nutzen, indem du gründlich über die Umstände und womit diese Umstände zu tun haben, nachdenkst, ne? Sodass sich das Gespräch, das kann dann sehr positiv sich auf das Gespräch auswirken. Ich sehe hier schon, dass eine Einigung, ein Frieden möglich ist, möglich sein wird, ne? Und dass dir dieser Frieden, dieses Gespräch auch neue Erkenntnisse verschaffen wird, ne? Und wodurch du einfach auch den anderen oder die anderen besser verstehen lernst, ne? Also hier lohnt es sich auf jeden Fall, Geduld zu zeigen, ne? Und sich die Zeit des Abwartens auch möglichst angenehm zu gestalten. Ja, eigentlich möchtest du nur die Liebe und das Leben mit dieser Person genießen. Eigentlich möchtest du, dass jetzt eigentlich alles leicht ist.
Du möchtest deine Liebe ausdrücken, du möchtest in Gefühlen schwelgen, du möchtest auf Wolke 7 sein, du möchtest jetzt einfach alles, ne? Du möchtest hier auch wirklich zu einer schönen Situation kommen. Und ich denke, das wird auf jeden Fall möglich sein, aber nicht ohne einen gewissen Einsatz von dir. Und der Einsatz besteht hier darin halt, dich gesprächsbereit zu halten, zeigen, Geduld zu zeigen, Verständnis, die Probleme gut zu analysieren und auch wirklich ehrlich mit sich selber zu sein und die Probleme ehrlich anzusprechen, ne? Natürlich beruht das auch immer auf Gegenseitigkeit, ne? Es hängt natürlich auch viel von der anderen Person ab. Im Moment läuft es nicht ganz rund, aber die Ambition ist da, ne? Hier einen besseren Zustand, einen schöneren Zustand zu erreichen, ne? Also, ich bin mir auch sicher, dass du die andere Person sehr liebst, ne? Und dass du gerade deswegen, darunter gerade, also sich gerade deswegen diese Unstimmigkeiten besonders zeigen. Das Ergebnis sieht mir eigentlich ganz gut aus. Vier der Kelche. Ja, du wirst auf jeden Fall im Laufe der Woche, zum Ende der Woche hin, recht zufrieden mit dir selbst sein. Ob sich damit dann alle Probleme lösen, ist so ein bisschen in Frage gestellt. Aber es kommt hier schon zu einer Harmonisierung der Situation. Vielleicht noch nicht so die ultimative Lösung oder die ultimative Versöhnung, die volle emotionale Situation, die du dir erwünschst, aber doch ein Zustand, in dem du zufrieden bist. Vielleicht geht es auch erstmal darum, lieber Löwe, für dich selbst einen Zustand zu schaffen, mit dem du zufrieden bist, unabhängig der anderen Person, dass du halt nicht von der anderen Person und dem Zusammensein erwartest, dass alles 100, dass dich alles glücklich macht, sondern du musst dir, glaube ich, zunächst erstmal dein Glück selber schaffen, angesichts dieser Umstände, ne? Angesichts der Umstände, die du erstmal nicht ändern kannst. Es braucht also alles ein wenig Zeit, ne? Es ist irgendwie nicht alles so von heute auf morgen so harmonisch und so glücklich, wie du es gerne hättest. Oder so leidenschaftlich, so intensiv emotional. Aber du bist auf, ihr seid beide. Und du vor allem auch auf einem guten Weg dahin zu kommen. Ich denke schon, dass du auf den anderen sehr faszinierend und überzeugend wirkst, ne? Und vielleicht gibt es Umstände im Leben des anderen, die Intensivierung eurer Verbindung irgendwie blockieren, behindern. Und eigentlich wäre der andere schon bereit, hier in die Vollen mit dir zu gehen. Vielleicht hängt das mit der Arbeitssituation von derjenigen Person zusammen oder mit gewissen familiären Umständen. Es gibt euch beiden aber die Gelegenheit, hier langsam Schritt für Schritt voranzukommen, ne? Und das sind manchmal die viel nachhaltigeren Entwicklungen. Wir schauen mal, was die Mondenergie zu deiner Situation sagt. Was sagt das Ende einer schweren Phase? Es geht voran. Das ist sehr gut. Und ich glaube, du hast sehr viel dazu beigetragen, lieber Löwe, dass diese schwere Phase ein Ende findet. Und es ist Wohlstand in Sicht. Das ist natürlich diese Situation hier. Du hast sehr vieles, sehr viel Stabilität in deinem Leben. Das sehe ich ganz eindeutig. Und es geht vielleicht auch viel darum, diesen Wohlstand, auch diese emotionale Geborgenheit, diese emotionale Stabilität zu wertschätzen und zu genießen und das auch zu lernen, ne? Und dir selbst dankbar zu sein, dass du dir so eine Situation geschaffen hast, geschaffen konntest. Denn ich sehe hier schon, dass du dafür viel Einsatz in der Vergangenheit gezeigt hast. Was sagt das feministische Orakel? Hier haben wir die Guerilla Girls. Es gibt immer einen anderen Weg. Ja, vielleicht müsst ihr auch zusammen einen neuen Weg finden. Oder irgendwie etwas anders machen. Und das herauszufinden,
Darum könnte es auch hier gehen. Lachen ist der perfekte Protest. Das ist auch schön, ne? Und vor allem hier, gemeinsam ist man stärker, ne? Ich sehe hier schon, dass es darum geht, hier einen gemeinsamen Weg zu finden, ne? Es braucht halt nur noch ein bisschen Zeit, alles. Ja, lieber Löwe, ich wünsche dir auf jeden Fall eine interessante Woche, eine intensive Woche mit vielen neuen Eindrücken, mit vielen neuen Erkenntnissen und guten Gesprächen. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.